zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter habt neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. Hallo, moin moin, herzlich willkommen meine lieben Zuhörer und Zuschauer zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute zur nächsten, achten Lesung des Buches von Martin Luther, geschrieben 1545, wenige Monate vor seinem Tod, wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet. Ich habe gerade heute am 26. September eine E-Mail bekommen von Richard Bennett, den ihr ja kennt von dem Video, wo er gesagt hatte, dass er nach mehr als 20 Jahren in der römisch-katholischen Kirche sich zu Jesus Christus hat bekennen dürfen durch die Gnade des Herrn. Und in dem Newsbrief, also in der Mitteilung, geht es um Vatican Fake News, also Vatikan falsche Nachrichten, die Reformation ist vorbei. Und da gehen sie natürlich ein wenig ein auf die 500-Jahr-Feier der Reformation und wie sogar der Papst oder der Vatikan eben den Reformatoren mehr oder weniger feiert, ja, aber eben was dann wirklich mit gemeint ist. Und in dem Text wird auch auf viele Dinge eingegangen, aber auf ein Ding wird da gar nicht eingegangen, und das hat jetzt gar nichts mit Richard Bennett zu tun, das ist keine Kritik an ihm, sondern das ist einfach eine Sache, die ich euch selber nahe bringen möchte, dass ihr darauf achtet, wenn ihr Dinge lest über den Vatikan, der irgendetwas schreibt über Martin Luther oder irgendetwas schreibt über die Reformation, dann müsst ihr natürlich sehr aufpassen, um zu sehen, dass man da eben keine verkehrte Information mit aufnimmt. Das Wichtigste, und das ist das eben, was mir auch in diesem Newsbrief da, wie sagt man das an Deutschen, da gibt es auch ein Wort, das deutsches Wort für, ne, für ein Newsbrief, Newsletter, also Neuigkeitenmitteilung, nenne ich das mal, aufgefallen ist, dass natürlich niemals das Thema erwähnt wird, über das wir hier dieses ganze Buch lesen, nämlich dass das Papsttum der Antichrist ist. Da geht es immer nur um andere Identifikation, zwischen Anführungsstrichen Probleme mit der Reformation. Ja, da geht es um Rechtfertigung durch Werke oder Rechtfertigung durch Gott selber. Da geht es um wählen wir Gott oder wählt Gott uns und. All diese ganzen Sachen, die auch alle interessant sind. Aber es wird niemals gesprochen davon, dass der Papst der Antichrist ist. Es wird niemals davon gesprochen, dass damals die Lutheraner, dass Luther und seine erste Kirche das Papsttum als Antichrist identifiziert haben. Da wird überhaupt nicht von gesprochen. Und das ist das Gefährliche. Wenn wir halt die wirkliche Geschichte nicht kennen, wenn wir die richtige Deutung von Daniel, Kapitel 2 und 7, die richtige Deutung von Paulus, unter anderem in Thessalonika, 2. Thessalonika 2, was ich ja auch schon vorgelesen hatte, und auch die richtige Deutung von Johannes in der Offenbarung 13, 17 und 18 nicht kennen, dann lassen wir uns ganz leicht einlullen durch die Lügen des Vatikan, dass die Reformation doch ein Fehler war. Ja? Und dass Jesus niemals gewollt hat, dass seine Kirche geteilt wird. Nee, das stimmt, das hat Jesus nicht gewollt, aber der Vatikan, die römisch-katholische Kirche, ist nicht seine Kirche. Da müssen wir erstmal anfangen. Da ist schon mal die erste Lüge drin. Ja? Und tut mir mal den Gefallen, lest mal Artikel im Internet von der römisch-katholischen Kirche, von der evangelischen Kirche, von der lutheranischen Kirche, von den, weiß ich nicht, von wem noch, und lest da mal drin, und wo steht da noch deutlich drin geschrieben, dass der Papst der Antichrist ist. Dass das eigentlich der Hauptgrund war des Protestantismus. Ja? Es geht nicht nur um Luther, jeder der Reformatoren von Wycliffe angefangen, über Tyndale und Zwingli und Calvin und also Luther natürlich und Melanchthon
Und die ganzen anderen Reformen, die noch beigekommen sind, wie gesagt, ich kann sie nicht immer alle aufzählen, alle haben eine Sache gemeinsam gehabt, auch wenn sie sich irgendwo vielleicht in der Lehre nicht immer ganz einig waren, aber in der einen Lehre waren sie sich alle 100% einig, das Papsttum ist der Antichrist. Und da wird heute in diesen Briefen, Veröffentlichungen, Zeitungsartikeln, Zeitschriftenartikeln, selbst Büchern nie drüber geschrieben. Das ist ein Thema, das wird totgeschwiegen. Erstens mal wird gar nicht gesagt, wird überhaupt nicht über den Antichristen gesprochen und natürlich schon mal gar nicht, dass der Antichrist das Papsttum ist. Ja? Das Thema wird gemieden, wie man so schön sagt, wie der Teufel das Weihwasser meidet. So meidet jeder, der irgendwas veröffentlicht, das Thema Antichrist. Ja? Und sicher das Thema biblischer, historischer und prophetischer Antichrist. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns dieses Buch reinziehen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, dass wir dieses Buch lesen und verstehen, wo Martin Luther auf Basis der Bibel und der Bibel alleine 1545 ganz deutlich festgestellt hat, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Das Papsttum zu Rom ist das erste Biest aus Offenbarung 13, das Macht bekommen hat durch den Drachen. Und der Drache ist Satan. Und deswegen, unter anderem, ist das Papsttum der Antichrist. So, Entschuldigung für diese lange Einleitung, aber das musste ich mir mal von der Seele sprechen. Es geht ja mehr als nur um diese Buchlesung. Und wir fangen jetzt an in der achten Buchlesung, oben auf Seite 46, für diejenigen, die in ihrer eigenen Ausgabe des Buches gerne mitlesen möchten. In dem ersten Absatz da oben: Sogar große unmessliche Lust hat der verdammt Papstesel und seine verfluchte Bubenschule zu Rom, den armen Christen Mann zu äffen, närren, spotten, ja Gott im Himmel zu lästern und solche Abgötterei zu stiften in seine heiligen Kirchen. Lachet in die Faust, dass er solche seine lästerliche abgöttische Lügen angebetet sehen mag, raubet und stiehlet dafür aller Welt Gut und Gehorsam. Dass man greifen muß, das Papsttum sei, wie droben gesagt, ein Lügengespenst, vom Teufel darum in die Kirchen gesetzt, dass es nichts anders tun solle, denn Lügen, Lästerung, Abgötterei stiften, damit den Glauben und das Wort Gottes zu stören und dafür alles rauben, was die Welt so unter ihm ist, hat und vermag, und alle Seelen zum Teufel führen. Nun, wie gesagt, die Apostel St. Peter und St. Paul mögen da zu Rom liegen oder nicht, sie tun's nicht, so tut's nicht zur Sache, sondern wer da selbst die Kirchen und Bistum habe gestiftet. Denn St. Paulus liegt nicht zu Korinthen, Philippen, Thessalonik, Kolossen und anderen Kirchen, da er doch Bischöfe gesetzt und Kirchen geordnet hat, dass, so viel es St. Peter betrifft, fast keine Kirche ist, die ungewissern Anfang hat, als eben die römische. Sie schreiben wohl, St. Peter sei 25 Jahre zu Rom gesessen. Aber solche Lügen frisset sich selbst, denn er ist ja noch zu Jerusalem gewesen, da St. Paulus über 18 Jahre, wie wir im Galater 1, Vers 18 und 2, Vers 11 nachlesen können, da St. Paulus über 18 Jahre nach des Herrn Himmelfahrt zu ihm kam und soll 7 Jahre zu Antiochia gewesen sein, davon noch das Fest St. Peter Stuhl feiere, den Namen hat. Solche Zahl zusammen macht 14 Jahre. Also wird St. Peter 8 Jahre nach Nerone, also Kaiser Nero, gelebt haben, von dem er doch soll gemartert gewesen sein. Denn Nero hat sich erstochen 37 Jahre nach der Himmelfahrt Christi. Sie liegen und tichten untereinander von St. Peter das 100 ins 1000, dass ich den Wahn habe kriegt, dass weder St. Peter noch St. Paul habe den ersten Stein an der Kirchen zu Rom gelegt, sondern sei etwa ein Jünger der Aposteln von Jerusalem oder Antiochia gen Rom kommen und den Glauben Christi in etlichen wenig Häusern gepredigt, oder, wie zu der Zeit Gewohnheit, sind etliche Jüden zu Rom wohnhaftig als Aquila und Priscilla etc.
auf Ostern und Pfingsten gen Jerusalem gereiset, daselbst den Glauben gelernt und mit heimbracht gen Rom unter ihr Freundlen, Jüden und Heiden. Hiezu bewegt mich das 16c Rom. Da, was heißt das denn hier im Moment? Muss ich mal eben schauen. Na, Entschuldigung, das wird manchmal hier so komisch geschrieben, aber im Grunde geht es hier um das 16. Kapitel im Buch der Römer. Ja? Hiezu bewegt mich das 16. Kapitel der Römer, da St. Paulus viel Heiligen zu Rom mit Namen grüßet und doch er selbst noch nicht dahin kommen war. St. Peter übrigens auch nicht. Denn Aquila und alle Juden waren vertrieben aus Rom von Claudio, wie wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 18, und wird doch zuerst gegrüßet. Nun, das ist der römischen Kirchen keine Schande. Denn hernach, da St. Paulus dahin kommen ist, hat er's gewisslich alles recht angericht, wie wir im 1. Römer Vers 10 fortfolgende lesen können, gebessert, wie er Roma 1 verheißt und ihren Glauben sehr rühmet, also Römer Kapitel 1, wie ich schon öfter gesagt hatte, furchtbar wichtiges Kapitel, wie er Römer Kapitel 1 verheißt und ihren Glauben sehr rühmet, den doch weder er selbst noch St. Peter gepflanzt hatte. Desgleichen hat St. Peter auch getan, wo er an das gen Rom kommen ist. Denn auch in Kreta, der Jünger St. Pauli Titus Kirchen und Bischöfe geordnet hat, wie im St. Pauli Titi 1 Befehl tut, also Titus 1 und Vers 1, Vers 5. Ebenso lesen wir auch in Apostelgeschichte 9, Vers 3 und 6. Ja, was geschieht mit St. Paulo, dem großen Apostel, in Kapitel 9 der Apostelgeschichte? Da er von Himmel bei Damasko niedergeschlagen ward, sagt ihm der Herr, er sollt in die Stadt gehen, da wird man ihm sagen, was er tun sollte. Ist das nicht ein Wunder? Ein solcher Apostel wird nicht gen Jerusalem zu St. Petro und anderen Aposteln geweiset, sondern zu einem schlechten Jünger, Anania, der die Hand auf ihn legt, dass er den Heiligen Geist empfinge. Was will hiezu der Lügenesel zu Rom sagen, der mit seinem Petro will aller Weltkirchen Herr und Meister sein? Dieser Apostel Paulus tut ihm einen größeren Stoß, denn St. Matthias und die anderen 10 Apostel, die der Papst aus der Welt ins Schlaraffenland jagt, samt ihrem Apostelamt, weil er aller Welt Lehrer sein will. Paulus deckt den Schalk recht auf, hinten und vornen, dass man unter seine Lügen siehet, wie in des höllischen Satans Reich. Denn da sind seine Episteln wohl, 14, die zeugen gewaltiglich, was er für Kirchen und Bischöfe geordnet habe in der Welt und St. Peter, freilich auch an den Papst, welche alle sagen können, St. Paulus sei ihr Apostel und nicht St. Peter. Derhalben der Papst mit seinem Petro, ja mit seinem Teufel, nicht recht noch Macht über sie habe und sein Lügenmaul verflucht sein müsse, da er sich rühmet aller Kirchen Häupt und Meister des christlichen Glaubens, ja römisch zu reden, Meister aller Lügen, Lästerung und Abgötterei. Ich finde den letzten Absatz bezeichnend und möchte da noch mal kurz drauf eingehen. Denn da sind seine Episteln wohl 14, die zeugen gewaltiglich, was er für Kirchen und Bischöfe geordnet habe in der Welt und St. Peter, freilich auch an den Papst, welche alle sagen können, St. Paulus sei ihr Apostel und nicht St. Peter. Nochmal der Punkt, den ich eben schon in vorherigen Lesungen gemacht habe. Paulus war der Apostel der Heiden. So steht es geschrieben im Buch Apostelgeschichte. So sagt Paulus es selbst, unter anderem, glaube ich, wenn er bei den Korinthern ist, wenn ich mich nicht irre, dass er sagt, er ist der Apostel für die Heiden, nicht St. Peter. St. Peter geht in hebräische Städte, er geht in das, was damals noch das Israel war, das ist ja passiert alles vor 70 nach Christus, bevor Jerusalem und das ganze Land da zerstört wurde. St. Petrus oder Petrus war immer der Apostel für die Juden. Und Paulus war der Apostel für die Heiden. Und wenn man mal ein bisschen logisch nachdenkt, dann ist das natürlich auch damit zu erklären, dass eben
aus Saulus Paulus wurde auf der Straße von Damaskus, wie wir hier gerade gehört hatten in Apostelgeschichte 9, wo Paulus oder Saulus auf der Straße von Damaskus dem Herrn begegnet, Jesus Christus, der ihn erblinden lässt für einige Tage und in eine Stadt schickt und ihm sagt, da wirst du hören, was du weiter tun sollst. Paulus war ein Verfolger der Christen, der Jesusgläubigen, der Gottgläubigen, der, wie wir heute sagen würden, bibelgläubigen Christen. Saulus war davon ein Verfolger, ein sehr schwerer Verfolger. Er war ein Pharisäer. Er hatte im Auftrag von Rom die Leute, die den Glauben an Jesus Christus hatten, verfolgt und getötet, wie mit Stephanus. Es war Saulus, dem sie die Kleider vor die Füße legten, nachdem sie Stephanus gesteinigt hatten. Ja? Und dann erst geschah die Kehrung von Saulus zu Paulus durch das Treffen mit Jesus Christus auf der Straße von Damaskus. Und das war keine Vision. Er hat Jesus Christus in wahrem Leibe gesehen. Deswegen ist er auch ein Apostel, was viele Leute gerne bestreiten wollen, dass Paulus ein Apostel war. Ein Apostel kann nämlich nur jemand sein, der Jesus Christus wirklich gesehen und begegnet ist im Leben und nicht jemand, der nur von ihm gehört hat. Und deswegen ist Jesus ihm erschienen, er ist zu ihm gekommen, ja, und hat ihm gesagt, was passieren wird und hat ihn blind gemacht. Und deswegen ist es so furchtbar wichtig, dass wir verstehen, dass Paulus der Apostel für die Heiden war und Petrus war der Apostel für die Juden weiterhin oder für die Hebräer oder wie auch immer man das nennen will. Ja? Ah, will man viel sagen. Es heißt, wie St. Paulus sagt, non est apud deum personarum respectus. Ja? Also im 2. Römer Vers 11 ist das hier raus zitiert, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Oder Gott ist eben jemand, der die Person nicht respektiert. Ja? Ein Zitat hier halt auf Lateinisch. Non est apud deum personarum respectus. Das heißt, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Und da es kein Ansehen der Person vor Gott gibt, warum will man dann behaupten, dass die römisch-katholische Kirche auf einer Person aufgebaut ist, wo Gott keine Personen respektiert? Also selbst wenn Petrus die zwischen Anführungsstrichen heilige Kirche in Rom aufgebaut hätte, dann würde es Gott noch nicht interessieren, weil Gott respektiert die Personen nicht. Keine einzige. Non est apud deum personarum respectus. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Wir fahren fort. Die Kirche zu Antiochia ist von keinem Apostel gegründet, sondern von Barnaba. Oder, wie in Apostelgeschichte 18 steht, von den Propheten und Lehrern Barnaba, Lucio, Simon, Mahanen und Saulo. Dass es gewiss ist, Saulus sei noch nicht zu der Zeit unter die Heiden ein Apostel geordnet, wie bald hernach im selben Kapitel Geschichte. Nun ist die Kirche Antiochia eine treffliche Kirche gewesen. Weit über die römische, hat auch, wie man schreibt, so viel Marterer gehabt, als Steine in der Ringmauer sind, wiewohl Rom auch über die Masse viel Marterer gehabt. Aber solche Schule und solche gelehrte Leute hat sie nie gehabt, das ist wahr, und kriegt sie nimmer mehr. Darum ist nichts gerät. Diese Kirche ist von einem Apostel geordnet. Drum ist sie mehr, denn andere Kirchen so nicht von einem Apostel gegründet ist. Das sind fleischliche Gedanken, die Gott nicht achtet, dazu auch erlogen. Denn da widersteht Antiochia, die ist von keinem Apostel gegründet und übertrifft viel andere, auch von den Aposteln gegründet. Also die Kirche Alexandria ist von keinem Apostel gegründet, sondern von St. Marco, welchen etliche den Evangelisten etliche anders nennen. Gewiss ist's aber, dass kein Apostel dahin kommen ist. Noch ist dieselbe Kirche weit, weit über die römische Kirche.
denn da ist eine treffliche Schule gewesen, da vielen Landen ausgeholfen ist. Daher ist Athanasius und viel ander große Lehrer gekommen. Zu Rom ist nie keine Schule gewesen. Das ist eine schöne doppelte Negierung hier, ne? Zu Rom ist nie keine Schule gewesen und nicht sonderlich gelehrte Leute daher kommen. Diese zwei Kirchen, Antiochia und Alexandria, sind die besten und nützlichsten, so man aus allen Historien weiß, doch niemals unter der römischen Kirche gewesen, viel weniger unter dem Meister. Ich wollte sagen, Lügner aller Welt, nämlich dem Papst. Hippon ist eine Stadt, vielleicht so groß als Wittenberg. Die hat einen Bischof gehabt, nämlich St. Augustinum, der mehr getan hat bei der Kirchen, denn alle Päpste und Bischofe zu Rom auf einen Haufen geschmelzt, und aus seiner Schulen sind viel seiner Bischofe in die Länder hin und wieder geordnet. Und St. Gregorius bekennet, dass seine Schrift gegen St. Augustini Schrift seien wie Spreu gegen Weizen. Und das ist wahr. Dazu ist dieser Bischof St. Augustin nicht gewesen unter dem Bischof zu Rom, viel weniger unter dem Seelmörder und Weltfresser, dem Papst. Darum ist's nichts, dass man wilder Personen oder Larven nach in dieser Sache richten und fürgeben. Diese Kirche ist größer, diese hat einen Apostel, diese ist reicher, diese ist edler, diese ist einer kaiserlichen Stadtkirche. Weltliche und zeitliche Dinge mügen und müssen sich hienah richten. Gott fragt nichts darnach. Er will ungefangen sein mit seinem Geist und Gaben, sondern frei Macht haben, wie billig einer geringen Kirchen zu geben, solche Leute oder Lehrer, die er allen großen Kirchen nicht gibt, wie Hippon ein Exempel ist, und unser Wittenberg auch. Denn der Heilige Geist und seine Gaben sind nicht erbliche Güter, unter das weltliche Recht geordnet oder an einen Ort gebunden. Sein Reim heißt, wie wir in Johannes 3, Vers 8 lesen, Spirat ubi fult und nicht Spirat ubi nos volumus. Dann schaue ich mal eben, was in Johannes 3, Vers 8 steht, dass wir das uns eben mal anschauen können. Der Wind bläset, wo er will, und du hörest sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er fähret. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Ja? Spirat ubi vult. Der Papst meinet wohl, der Heilige Geist sei an Rom gebunden. Aber wenn er das könnte, gut Siegel und Briefe auflegen, so hätte er gewonnen. Denn so er will das Häupt aller Kirchen sein, welches unmöglich, muss er uns zuvor gewiss machen, dass er und seine Nachfolger den Heiligen Geist gewiss und erblich haben müssen und nicht irren können. Ja, die, wie wir in Matthäus 16, Vers 18 lesen, Briefe und Siegel möchte ich gern sehen. Denn dass der Matthäus 16 fürgibt, die römische Kirche sei auf den Fels gegründet, aus der hellen Pforten nicht sollen sie überwältigen, ist droben klar genug beweiset, dass solch sei von der ganzen Christenheit gerät und nicht von dem römischen päpstlichen Stuhl. Und ist Summa, wie gesagt, Gott fragt in seinem Reich nicht nach Großen, wie wir in Lukas 1, 48 nachlesen können. Wollen wir eben schauen. Lukas 1, 48, da steht, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Das ist also Maria, die hier spricht. Gott fragt in seinem Reich nicht nach großen, hohen, mächtigen, vielen, weisen, edlen etc., sondern wie Maria singet, er sieht die Niedrigen an. Ja? Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, so wie es im Lukas 1, 48 steht. Und wie er seinen Aposteln in Matthäus 18 und sonst Matthäus 20, Vers 26 bis 28 oft sagt, Zitat, wer groß will sein unter euch, der sei der Geringest. Und wer will der Fürnehmst sein, sei euer Diener. Wie ich kommen bin, nicht, dass man mir dienen solle, sondern ich unter euch bin als ein Diener. Ende Zitat. Aber im Papsttum und allen Dekretalen ist's darum zu tun,
dass er allein ja der größet, oberst, mächtigst sei, dem niemand gleich, niemand urteilen noch richten solle, sondern jedermann solle untertan und sich richten lassen. Und sich doch dieweil rühme, er sei ein Knecht aller Knechte Gottes, das ist auf römisch und päpstisch Herr aller Herren, König aller Könige, auch über alle Christen, das ist über Gott, Christum und den Heiligen Geist. So in den Christen wohnet und lebet, Johannes 15, welchen heißet St. Paulus, was wir lesen in Johannes 14, 17, 23, 2. Thessaloniker 2, den Menschen der Sünden und Kind des Verderbens. 2. Thessaloniker 2, wieder mal, Vers 3, wie gesagt, eins der absolut wichtigsten Bücher im Neuen Testament zum Verständnis, wer der Antichrist ist. Den Menschen der Sünden und Kind des Verderbens, den Endechrist oder Antichrist, der sich wieder und über Gott setzt und erhebt. Denn die Christenheit hat kein Haupt, kann auch keins mehr haben, denn den einigen Sohn Gottes, Jesum Christ, der hat Siegel und Briefe, dass er nicht irren könne und ist an Rom noch einigen Ort nicht gebunden. Ein sehr wichtiger Absatz in diesem Buch. Ich wiederhole ihn aber nicht, ich denke, er ist verstanden worden und weist nochmal darauf hin, dass wir 2. Thessaloniker Kapitel 2 wirklich studieren und verstehen müssen. Da wird gesprochen von dem Menschen der Sünde, dem Kind des Verderbens, dem Endechrist oder dem Antichrist, der sich wieder und über Gott setzt und erhebt. Denn die Christenheit hat kein Haupt, kann auch keins mehr haben, denn den einigen Sohn Gottes, Jesum Christ. Der hat Siegel und Briefe, dass er nicht irren könne und ist an Rom noch einigen Ort nicht gebunden. Nur, dass wir wieder zum Spruch Matthäus 16 kommen. Sage mir, wie könnte der Papst einen feineren, gewaltigeren Spruch aus der ganzen Schrift wider sich selbst uns weisen und in die Hände geben, damit wir sein lästerlich Papsttum zugrund verdammen und zerstören möchten? Den Fels, da Christus seine Kirchen aufbauen will, deutet er in seinen Dekreten also. Fels heiße nicht Christus, sondern die Gewalt und Oberkeit St. Peters. Das ist seine eigen, ertichte, erlogene Oberkeit über alle Welt. Welche soll Christus mit dem Wort Fels, St. Peter und dem Papst gegeben haben? Alle Kirchen auf solchen Fels gebaren, heiße, dass sie alle müssen dem Papst gehorsam sein oder seien ewiglich verdammt, dass auch Christus Blut dafür nicht helfen könne. Ist das nicht sein ausgelegt? Also ist das nicht seine Auslegung, seine Erklärung von Matthäus 16? Der Herr spricht, der Fels bin ich, der Bar darauf ist der Glaube an mich. Da wieder der Papst, der Fels ist mein Gewalt und Oberkeit, der Bau drauf ist aller Christen Gehorsam gegen mir. Führet also die Christen vom Glauben Christi auf sich selbst und lehret sie anstatt des Glaubens Gehorsam gegen ihn. Welches ist ein Werk von Menschen, ja vom Teufel gestiftet, darauf sich die Christen verlassen sollen. Das ist, den Teufel zum Abgott haben und anbeten. Denn wir Christen wissen, dass auch die Werk der Gebot Gottes, welches der Heilige recht gehorsam ist, nicht genug ist, wo das Gebäu auf diesen Fels das ist. Der Glaube an Christum uns nicht erhielte. Was sollte denn der Gehorsam dem Papst getan? Das ist, ertichte Menschen ja viel mehr Teufelswerk und Abgötterei uns helfen. Denn der Papst, oder vielmehr der böse Geist in ihm, wusste das wohl. Wo dieser Verstand bleiben sollte, dass der Fels Christus wäre und der Bar darauf der Glaube wäre und die Wort so sollten verstanden werden,
auf diesen Fels will ich meine Kirchen bauen. Das ist, meine Christen sollen und werden an mich Christum gläuben. So hätte er nichts kund ausrichten, noch einen Papst machen. Denn was kannst du aus diesen Worten machen? Meine Kirche wird auf mich Felsen gebaut werden. Oder sie wird an mich gläuben, sich auf mich verlassen und vertrauen. Was kannst du aus diesen Worten, sage ich, machen? Denn dass alle Christen oder die ganze Christenheit und wer ein Christ sein will, werde an Jesum Christum gläuben und sein Vertrauen als auf einen Fels setzen, dass ihm auch der hellen Pforten, das ist, alle Teufel, nichts tun sollen. Diese Meinung kann keinen Papst geben, noch leiden, weiset uns auch weder zum Papst, Bischof, noch einige Menschen, er sei Kaiser oder König, sondern versammelt uns alle unter den einigen Sohn Gottes, den rechten Fels unserer Seligkeit, versammelt uns sogar allein auf Christum, dass wir auch uns selbst und unser guten Werken müssen verlassen und allein durch den Glauben an ihn gerecht und selig werden. Das ist eben das, was die römisch-katholische Kirche nicht sagt. Glaube allein. Allein durch den Glauben an ihn gerecht und selig werden wir. Den Glauben an Jesus Christus, an den einzigen eingeborenen Sohn Gottes und nicht den Papst, wie hier deutlich geschrieben steht. Allein durch den Glauben an ihn gerecht und selig werden wir. Darum musste der böse Geist einen anderen falschen Verstand diesen Spruch machen und sagen, Fels heiße St. Peter und Papst oder ihr Gewalt ist gleich viel. Drauf bauen heiße dem Papst gehorsam sein. Da künd ein Papst auswerden, dass es nun nicht mehr heiße, wer an Christum gläubet, wird selig, sondern wer dem Papst gehorsam ist, der wird selig. Er aber, der Papst selbst, als der Fels, niemand solle gehorsam noch unterworfen sein. Da hast du des geistlichen Rechts und aller digitalen Summarion und ganzen Verstand. Daraus du greifen kannst, dass der Papst und sein Papsttum sei ein Teufelsgespenst aus verkehrtem, verfälschtem Verstand aus Matthäus 16. Das ist aus Lügen, Gotteslästerungen, als dem Teufel aus dem Hindern geboren. Darum ist auch aus dem Papsttum nichts Gutes kommen, sondern Verstörung des Glaubens, Lügenden, lästerliche Abgötterei, unser Eigenwerk, auch Zurüttung Weltlichstands, Mord und aller Jammer, dazu Unzucht, so schändlich wie jetzt zu Rom öffentlich für Augen. Dafür geraubt Bistum und alle Güter der Christenheit, schier auch der Könige dazu. Was hätte nun der Papst wohl verdient, der aus diesem seligen und tröstlichen Spruch vom Glauben Christi einen solchen Gräuel und Wust aller Lügen und Abgötterei gemacht hat? Er gehört in jenes gerichtet. Alle Pein auf Erden wären viel zu geringer. Weiter, das da folget, Zitat. Ich will dir Schlüssel des Himmelreichs geben. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du binden wirst auf Erden, soll gebunden sein im Himmel, und was du lösest auf Erden, soll los sein im Himmel. Ende Zitat. Hat den Verstand, kann auch keinen anderen haben, wie wir gehört haben, dass uns der liebe Herr und treuer Bischof unserer Seelen hinter sich gelassen hat, die Macht, Sünden zu binden und zu lösen. Denn es muss ja eine Zucht und Strafe sein in der Kirchen um der rohen, frechen Leute willen. Wiederum auch ein Trost und Hoffnung um der Gefallen willen, dass sie nicht dachten, ihre Taufe wäre nun verloren, wie die Novatianer, vielmehr aber der Papst gelehret haben.
Nur diese binden und lösen ist dem Papst nicht genug und kann damit nicht über die anderen herrschen, weil solch binden und lösen auch wohl schlechte Pfarrherr und Kaplan haben müssen. Summa, es gehört auch zum Glauben und nicht zum päpstlichen Gehorsam, wie droben gesagt. Darum hat er es erst anders und besser gedeutet. Also, was du bindest, was du gebeutest, was du setzest, was du willst haben auf Erden, das soll geboten, gesetzt und gewollet sein im Himmel. Und wer dir nicht gehorchet und solchs hält, soll nicht selig werden, etc. Wie dünkt sich um den Gesellen? Da siehe, ob nicht die römische Kirche, das ist die päpstliche, hellische Grundsuppe, billig sich rühme, eine Mutter aller Kirchen und Meisterin des Glaubens, da wir tun sollen, was ein allermutwilligster Bube auf Erden gebeut und haben will, unangesehen, ob's Gott verbiete oder nicht haben wolle. Hiezu zwinget er nu das Wort Christi, unseres lieben Herrn, in Matthäus 16, in alles und macht's ihm sehr nütze in seinen Dekretalen. Alles, was du bindest, etc. Alles soll heißen, nicht die Sünde, davon Christus allein redet, sondern alles, was auf Erden ist. Kirchen, Bischofe, Kaiser, Könige, vielleicht auch alle Fürze aller Esel und sein eigen Fürze auch. Ah, mein lieber Bruder in Christo, halt mir's ja zu gut, wo ich hier oder anderswo so grob rede von dem leidigen, verfluchten, ungeheuren Monstro zu Rom. Wer meinen Gedanken weiß, der muss sagen, dass ich ihm viel, viel, viel zu wenig tu und mit keinen Worten noch Gedanken erlangen kann, die schändliche, verzweifelte Lästerung, die er treibt, mit dem Wort und Namen Christi, unseres lieben Herrn und Heilands, lacht danach in die Faust, als habe er des Narren Christi und seiner Christen, die ihm solche Glosen gläuben, fein gespottet und doch große Pompe fürgibt, als sei er Christi Vicarius und wolle alle Welt selig machen mit seiner Heiligkeit. Dieses beinahe Geständnis von Martin Luther möchte ich gerne noch einmal wiederholen. In dem Geiste mache ich ja auch meine Lesungen, Predigten und Videos und lese das genauso vor. Luther sagt hier, ah, mein lieber Bruder in Christo, halt mir's ja zu gut, wo ich hier und oder anderswo so grob rede von dem leidigen, verfluchten, ungeheurem Monstro, also Monster, zu Rom. Wer meinen Gedanken weiß, also wer meine Gedanken kennt, der muss sagen, dass ich ihm viel, viel, viel zu wenig antue und mit keinen Worten noch Gedanken erlangen kann, die schändliche, verzweifelte Lästerung, die er treibt, der Papst, mit dem Wort und Namen Christi, unseres lieben Herrn und Heilands. Er lacht danach sich in die Faust, als habe er des Narren Christi und seiner Christen, die ihm solche Glossen glauben, fein gespottet und doch große Pomp fürgibt, also großen Pomp vorgibt und in großen Pomp vorgibt, als sei er Christi Vicarius, der Stellvertreter Christi auf Erden, und wolle alle Welt selig machen mit seiner Heiligkeit. Den Satz jetzt mal ein wenig ins moderne Hochdeutsch übersetzt, den ich gerade gelesen habe, finde ich sehr, sehr wichtig. Finden wir in der Mitte auf Seite 51 in diesem Buch. Mein lieber Bruder in Christo, halt mir's ja zu gut, wo ich hier oder anderswo so grob rede von dem leidigen, verfluchten, ungeheuren Monstro zu Rom. Ja, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester in Christus, halte es mir auch zugut, dass wenn ich über den Antichristen rede, den biblischen, historischen und prophetischen Widersacher unseres Herrn hier auf Erden, dass ich hier und da mal meine Geduld, meine Stimme und meine Ruhe verliere. Und dass ich dann anfange zu schreien und zu tieren und zu rufen, weil es einfach so unverständlich für mich ist,
dass die Leute es einfach nicht wahrhaben wollen. Und wenn sie es dann endlich wahrhaben, dass sie dann nicht, und das ist der wichtige Punkt, ihr Leben danach ausrichten. Wir haben ja heute den, was habe ich gesagt, 26. September, also ein paar Tage nach der Wahl in Deutschland. Ne? Seid ihr noch alle schön wählen gegangen? Habt ihr alle schön an dem Ratio Studiorum der Jesuiten in der Politik mitgemacht? Und habt ihr gedacht von, ach ja, und jetzt ist die AfD auch ganz toll vertreten im Bundestag. Eine neue Partei, neuer Wind und das ist Opposition. Halleluja! Nee. Die AfD macht nichts, was sie nicht machen soll. Ja. Also, wenn man dieses Buch hier liest, die Bibel liest, und die anderen Bücher liest oder Videos geschaut hat, die ich gemacht habe über Herrscher des Bösen, alle Wege führen nach Rom, Ökumene und Weltregierung, die ganzen Dinge, die ich gelesen habe, dann sollte man doch inzwischen mal verstanden haben, dass die Politik nichts anderes ist als Ablenkung. Ablenkung von dem, was wir hier machen, nämlich die Worte des großen Reformatoren lesen, uns mit der Bibel vertraut machen, wo er auf Basis der Bibeltexte selber, hauptsächlich hier natürlich Matthäus 16, wo er eben dem widerspricht, was der Papst von sich behauptet, das geht hier hauptsächlich um Matthäus 16, wieder und wieder draufdrückt, dass der Papst hier die Wahrheit in seine Hände nimmt, ja, und sie verdreht, wie er das natürlich immer tut, ne, weil der Papst, der Antichrist, spricht nicht die Wahrheit. Er spricht zwar von Jesus Christus, aber er spricht von einem anderen Christus als dem, der in der Bibel steht. Und Martin Luther fragt hier Vergebung dafür, dass man es ihm nicht vorhalten soll, wenn er so grob redet von dem leidigen, verfluchten, ungeheuren Monster zu Rom. Nehmt mir das genauso nicht, wie sagt man das? Nehmt mir das nicht übel. Aber ich kann es nicht helfen, dass meine Leidenschaft mit mir durchgeht, wenn ich diese Dinge lese. Und genauso war es mit Martin Luther. Und wenn man dann immer wieder auf die Ignoranz und Verbohrtheit von manchen Leuten stößt, dann wird es im Grunde nur noch schlimmer. Und man hat noch weniger Verständnis dafür. Man muss einfach nur sagen von Leute, es ist uns doch gegeben, zu lesen und zu verstehen. Und manche Leute verstehen es eben nicht, außer man ruft, brüllt und macht sonstige irgendwelche Kraftausdrücke dagegen von den 14 aller Esel, wie Martin Luther hier schreibt. Und auch sonst von wegen, dass sie ihm bitteschön in den Hintern gucken soll. Ne? Also das ist ein Ausdruck, den wir ja später noch viel schlimmer gemacht haben mit dem Götz von Berlichingen Zitat. Martin Luther schreibt hier vom in den Hintern gucken, das ist ein bisschen was anderes. Aber wie gesagt, ich vergebe es Martin Luther und ich finde, dass er immer noch viel zu zurückhaltend eigentlich ist in seiner Kritik. Man könnte noch so viel andere Dinge über den Papst sagen. Also das Wort auf Erden martert er also. Soweit die Erden ist, soweit habe ich zu binden. Das ist, ich habe zu gebieten, zu setzen und zu tun. Und ist mir alle Welt schuldig, gehorsam zu sein. Der liebe Herr und Bischof unserer Seelen, Jesus Christus, wie im 1. Petrus 3 sagt, hat's also gemeinet, was ihr hier nieden unter euch bindet oder löset, das soll droben gebunden und los sein. Denn ich bin bei euch hienieden bis ans Ende, bis an der Weltende, hat nicht gemeinet, wie in Matthäus 28,20, dass der ganze Erdboden leiblich soll dem Papst gehorsam sein. Sondern, wie wir Deutschen sagen, hienieden, das heißt er auf Erden, also hienieden, hier unten, ja, das heißt er auf Erden. Was wir sagen, droben, das heißt er im Himmel. Damit ist keine Herrschaft gegeben, weder den Bischofen noch Kirchen auf Erden.
Denn Christus Reich ist ein geistlich und himmlisch Reich, und ob's wohl auf Erden ist und im Fleisch leben muss, so regiert's doch nicht fleischlich, wie St. Paulus sagt im 1. Korinther 10. Aber hier muss man, 1. Korinther 10, Vers 4, den heiligsten Vater ausnehmen, der hat einen höheren Geist. Weder Christus selbst ist, darum muss man seinen Dekreten alleine und nicht dem Heiligen Geist oder Christo, auch nicht Gott seinem Vater gläubig. Denn er ist wider und über Gott, wie St. Paulus sagt. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 3. Wieder einmal eine Referenz. 2. Brief der Thessaloniker. Es gibt im Neuen Testament, in den Büchern des Neuen Testaments, außer in Offenbarung, und da ist es fast mehr verschleiert, keine deutlichere Art und Weise zu sagen, wer der Antichrist ist, als im zweiten Buch der Thessaloniker, Kapitel 2. Es wird nirgendwo sonst so deutlich, wer der Antichrist tatsächlich ist. In Offenbarung ist das noch, ich möchte beinahe sagen, verschleierter. Man muss Offenbarung muss man besser verstehen, um das gut lesen zu können. In 2. Thessaloniker, Kapitel 2, ist es überdeutlich. Vers 3, Vers 4, Vers 7, Vers 8. Überdeutlich, wer der Antichrist ist. Es wird damit einer Deutlichkeit gesagt, genauso wie es Daniel in Kapitel 7 gesagt hat, mit dem kleinen Horn. Das ist ganz genauso von derselben Qualität. Ja? Und deswegen finde ich es wunderbar, dass Luther hier wieder und wieder und wieder sich beruft auf das Zitat 2. Thessaloniker 2. Darum muss man seinen Dekreten allein und nicht dem Heiligen Geist oder Christo, auch nicht Gott seinem Vater gläuben. Denn er, der Papst, ist wieder und über Gott, wie Paulus sagt im 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 3 fortfolgende. Und hier kann man greifen, dass der Papst muss besessen und voller Teufel sein, dass er sogar alle Sinn und Vernunft verloren hat. Denn die Wort Christi von den Schlüsseln sind gewisslich göttliche, starke Verheißung. Was du bindest, soll gebunden sein. Die müssen erfüllt werden. Gott muss und kann, wie wir im Psalm 33, Vers 4 lesen können, Gott muss und kann nicht liegen, also lügen. So, dann schauen wir doch mal eben in das Alte Testament, in Psalm, was hatte ich hier gesagt, 33, Vers 4, das muss ich jetzt mal eben hier öffnen, kleinen Moment, jetzt finde ich hier das Buch der Psalme doch nicht, ah, da, wollte gerade sagen, hier 1 bis 50 und dann Psalm 33, Eieiei, komm, geh mal auf hier. So. Entschuldigung, ich mach das halt hier live. Hätte auch auf Pause drücken können, aber ich finde das so gut. Psalm 33, Vers 4. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Hm? Gott muss und kann nicht liegen. Also nicht lügen. Interessant, dass das Wort hier im Buch liegen ist, L-I-E-G-E-N. Das ist dasselbe Wort, was wir im Niederländischen gebrauchen für lügen. Ne? Ich lieg nicht, sagen wir. Ich lüge nicht. Ne? Jij moog niet liegen. Das heißt nicht, du darfst nicht liegen, sondern du darfst nicht lügen. Und hier sieht man mal, in diesem Buch steht es auch L-I-E-G-E-N. Gott muss und kann nicht liegen, also lügen. Denn er ist nicht ein Papst, noch Kardinal. Was er zusagt, das hält er fest und gewiss. Nur frage die Historien oder die Historiker, ob St. Peter sei Herr gewesen über die ganzen Welt, wie der Papst die Wort deutet. Hier muss entweder Christus ein Lügner sein, der sein Wort nicht gehalten habe, oder der Papst muss ein verzweifelter, gotteslästerlicher Bösewicht sein, der unserem Herrn
solche Lügen auflegt, dass er St. Peter und ihm habe die ganze Welt zeitlicherweise übergeben. So doch noch jetzt der Türke stark genug Nein hiezu sagt, und was sonst alle Welt tut. Sollt nu ich als ein Christ und alle Liebhaber unseres Herrn Christi nicht hie billig, ungeduldig, zornig und unleidlich sein, dazu dem verfluchten Papsttum nicht fluchen und aufs Schändlichst nennen, der sich nicht schämet, unseren Herrn aufs Allerschändlichst zu lästern und seine Verheißung zur Lügen machen? Denn hie ist's nicht alleine erlogen, dass Christus mit dem Wort alles, was du binden wirst auf Erden, sollt Gewalt über alle Welt Peter verheißen haben, sondern ist auch gelogen, dass St. Peter oder die Päpste solche Gewalt bekommen, ins Werk bracht oder in die Possession genommen haben. Und dass nicht jemand denke, ich redet solches vom Papst aus zornigen, bewegten Gemüte, so lasst uns sein Wort selbst hören. 22 dis omnes, also da verweist Luther auf ein anscheinend Enzyklikel des Papstes. Ja, ich habe mir das eben im Englischen nur rausgesucht und da geht es in einer Fußnote, wie ich gesagt habe, da geht es um Decreti prima pars. Also um päpstliche Dekrete. Ja, also Luther sagt hier, und dass niemand denke, ich redet solch vom Papst aus zornigen, bewegten Gemüte, so lasst uns sein Wort selbst hören. Was sagt der Papst selbst? Es geht nicht darum, was ein, zwischen Anführungsstrichen, Gegner des Papstes, der Luther natürlich ist, genau wie ich, sagt, sondern es geht darum, was sagt der Papst denn selber? Lassen wir uns doch seine eigenen Wörter gegen ihn benutzen. Ja? Es spricht Papst Nikolaus, welches droben auch kurz gemeldet ist. Zitat: Die römische Kirche hat gegründet und gestiftet alle Kirchen. Sie seien Patriarchen, Erzbistum, Primaten und welcherlei Würden und oder Ordens sie sind. Aber sie, die römische, hat der allein gestiftet und auf den Fels jetzt geborenen Glaubens aufgerichtet, der Petro, den Schlüsselträger des ewigen Lebens, die Macht und Recht beide über irdisch und himmlisch reich befohlen hat. Drum hat kein irdisch Urteil, sondern das Wort, durchs welches gemacht ist Himmel und Erden und alle Element geschaffen sind, die römische Kirche gestiftet. Also mit anderen Worten, das Wort Jesus Christus hat die römische Kirche gestiftet. Das behauptet der Papst hier. Wir wissen inzwischen, das ist nicht korrekt, aber wir fahren fort in dem Zitat hier. Denn sie hat von dem das Privilegium, der sie gesetzt hat. Darum ist's kein Zweifel. Wer der anderen Kirchen einer ihr Recht nimmt, der tut Unrecht. Wer aber der römischen Kirchen Privilegium, welches ihr das Obersthaupt aller Kirchen gegeben hat, nehmen will, der fällt in Ketzerei. Und wie jener ein Ungerechter, so ist dieser ein Ketzer zu schelten. Ende Zitat. Etc. fährt es fort. Hier hörest du, dass Christus Wort, auf diesen Fels will ich meine Kirche bauen, soll nicht heißen, dass die ganze Christenheit an Jesum Christum gläuben soll, sondern soll so viel heißen, allein die römische Kirche hat Christus gestiftet. Die anderen alle, das ist die ganzen Christenheit, hat nicht Christus, sondern die römische Kirche gestiftet. Der liebe Herr Christus weiß nicht mehr, denn von einer Kirche in der ganzen Welt, die er auf sich, den Fels, durch den Glauben baut. Aber der Papst macht zweierlei Kirchen. Die römische, die soll allein von Christo auf den Fels gestiftet sein. Die anderen Kirchen, vielleicht der Teufel, oder dass wir es nicht viel besser machen, nicht Christus, sondern sie, die römische Kirche, gestiftet. Item, die Schlüssel sollen nicht die Sünden binden und lösen, wie der Herr sagt, sondern Macht und Recht geben dem Papst über alle irdische Königreich und Himmelreich.
Ich muss aufhören. Ich mag nicht mehr in den lästerlichen hellischen Teufels Dreck und Stank suddeln. Ein ander lese auch. Wer Gott will hören reden, der lese die Heilige Schrift und nicht den Katechismus der römisch-katholischen Kirche. Wer Gott will hören reden, der lese die Heilige Schrift. Wer den Teufel will hören reden, der lese des Papsts Dekret und Bullen. Oh weh, 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 besser, dass er nie geboren wäre. Judas hat den Herrn verraten und umbracht. Aber der Papst verrät und verderbt die christliche Kirchen, welche der Herr lieber und teurer, weder sich selbst oder sein Blut geachtet. Denn er sich selbst für sie geopfert hat. Weh dir, Papst! Daher kommt das ängstliche Wüten und Toben nach dem römischen Reich. Da nennen sie sich Kaiser und Herren über Könige und Kaiser. Setzen sie ab und ein, lassen jenen die Füße küssen, verbannen, morden und verfluchen sie. Wie haben sie mit unseren deutschen Kaisern getan, Friedrico dem Ersten und dem Anderen, bis sie dem einigen Erben Konradium mit dem Schwert öffentlich richten, mit Filippo, mit Henrico dem Vierten und Fünften, mit Ludvico Bavaro, also Ludwig von Bayern, hätten immer gern das Reich on Häupt gemacht, dass der Papst möchte Kaiser sein. Aber König Philippus in Frankreich erzeiget ein fein Exempel an dem Papst Bonifacio dem Achten, dem großen Häuptschalk unter den Päpsten. Bonifaz der Achte, der sagte mit seiner Unam Sanctam, es ist unerlässlich für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur, um Subjekt des römischen Pontifs zu sein. Hier muss ich das mal eben einfügen, wo Luther hier spricht von dem Papst Bonifacio dem Achten, ne, der das 1302 in seiner Bulle Una Sanctam gesagt hatte, dem großen Häuptschalk unter den Päpsten. Derselb wütrig setzte den König Philippus ab, verbot Frankreich die Huldung und Gehorsam dem Könige zu leisten und gab für, das Königreich wäre dem Stuhl zu Rom heimgefallen, weil er nicht tät, was der Papst wollte. Aber König Philippus trachtet ihm nach durch einen Kolumneser, der erwischt ihn zu Anagnina, eben in der Kammer, darin er geboren war, führt ihn gen Rom, warf ihn in den Kerker, da starb er wie ein Hund, für großem Leiden und Ungeduld. Aber solche Strafe ist noch viel zu geringe, und dass es gut wäre, dass man also den anderen Päpsten und Kardinalen auch tät. Denn es ist ein lästerlicher, verdammter Stand, dass, wenn gleich einer fromm sein wollt, doch Gottes Lästerer und ein Feind Christi sein muss, seins Stands halben. Das war ein unglaublich wichtiger Absatz in diesem Buch. Und wie gesagt, ich lese das hier jetzt auch zum ersten Mal. Ich hatte ja soweit noch nicht vorgelesen. Wir sind auf Seite 53 inzwischen. Ich werde die Lesung hier auch beenden, aber ich lese diesen letzten Teil von dem Papst Bonifatius dem Achten. Das lese ich nochmal, diesen letzten Absatz hier. Aus dem Grunde, dass ich euch gerne in Erinnerung rufen möchte, dass ihr euch bitte erinnert, dass ich das gelesen habe in Herrscher des Bösen. Da geht es um die Zeit, wo die Tempelritter kurz danach verboten wurden. Da geht es darum, dass der französische König damals sagte, dass alle Leute ihm gehörig sind. Und daraufhin hat Bonifaz der Achte, Antichrist Bonifaz der Achte, in 1302 seine Bulle ausgebracht, Unam Sanctam, in der geschrieben steht, dass es unerlässlich ist für eine jede menschliche Kreatur für die Erlösung, ein Subjekt des römischen Pontiff zu sein. Und der französische König hat gesagt von, ich werde dich jetzt festnehmen lassen, weil die Franzosen hatten immer ein Problem mit der weltlichen Herrschaft des Papstes. Ja? Deswegen möchte ich diesen letzten Absatz hier noch einmal lesen und dann diese Lesung damit für heute beendigen. Daher kommt das ängstliche Wüten und Toben nach dem römischen Reich. Da nennen sie sich Kaiser und Herren über Könige und Kaiser. Setzen sie ab, also die Päpste, ne? Setzen sie ab und setzen sie ein. Lassen ihnen, also lassen sich, die Füße küssen, verbannen, morden und verfluchen sie. Wie haben sie mit unseren deutschen Kaisern getan, Friedrico dem Ersten und dem Anderen, also Friedrich der Erste und Friedrich der Zweite, bis sie den einigen Erben, Konradium, mit dem Schwert öffentlich richten, mit Filippo, mit Heinrico dem Vierten und Fünften, ne, Heinrich der Vierte, Gang nach Canossa, mit Ludovico Bavaro,
hätten immer gern das Reich on Haupt gemacht, dass der Papst möchte Kaiser sein. Und jetzt kommt's. Aber König Philippus in Frankreich, um 1300, er zeiget ein fein Exempel an dem Papst Bonifacio dem VIII., dem großen Häuptschalk unter den Päpsten. Derselb wütrig setzet den König Philippus ab, verbot Frankreich die Huldung und Gehorsam dem Könige zu leisten und gab für, das Königreich wäre dem Stuhl zu Rom heimgefallen, weil er nicht tät, was der Papst wollte. Aber König Philippus, trachtet ihm nach durch einen Kolumneser. Der erwischt ihn zu Anagnina, eben in der Kammer, darin er geboren ward, führt ihn gen Rom, warf ihn in den Kerker, da starb Papst Bonifaz der VIII. Wie ein Hund, für großen Leid und Ungeduld. Aber solche Strafe ist noch viel zu geringe, und dass es gut wäre, dass man also den anderen Päpsten und Kardinälen auch täte. Denn es ist ein lästerlicher, verdammter Stand, das Papsttum, das, wenn gleich einer fromm sein wollt, doch Gottes Lästerer und ein Feind Christi sein muss, seines Stands halben. Und hiermit beendige ich die Lesung für heute, am Ende von Seite 53. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und schaut euch das nochmal an. Vielleicht gehe ich in der nächsten Lesung am Anfang da nochmal drauf ein und werde dann nochmal dazu nehmen, was ich dazu in Herrscher des Bösen damals euch vorgelesen habe. Bis hierhin soweit. Gott möge euch behüten, schützen und segnen auf all euren Wegen. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. In his heart.